Ja, die Hexen schauen Ömer und Rafim an. Wollt ihr jetzt in diesen Himmel aufsteigen? Gleich, sobald sich sein Willen nicht mehr verteilt hat, ja. Und wir müssen. Die Antimagier müssen uns eine, naja, eine Option geben. Das Ding wird irgendwie geschützt und die Antimagier müssen dafür sorgen, dass der Schutz so weit weg ist, dass wir überhaupt theoretisch landen könnten und nicht an einem Schutzschild, einem Fortifex abprallen. Also gut, Charakile sind wohl vielleicht nicht so das Problem, aber solange wir dann gegen vier gehörnte Askwarat ziehen, das könnte sehr, sehr ungemütlich werden. Ein Zand kann uns nur auf dem Boden helfen. Wir überlegen mal, was wir in die Feldschlacht rufen, aber ja, währenddessen kannst du sehen, wie ungefähr 10 von den Hexen jetzt hier mitten auf den kiesigen Sand ihre Heptagramme zeichnen und ja, da wohl auch mit verschiedenen Beschwörungen nicht unbedingt anfangen, aber die ersten Zayat-Glyphen und Symbole eintragen. Heptagon und Krötenei, gehörnter Schreckenei herbei. Ach, ich hoffe, dass es gut geht. Also gut. Eine Schwester nimmt euch hier und die andere dort und in der Mitte spannen wir dann. Ich hoffe, dass ihr nicht runterfallt. Denn wenn ihr runterfallt, stellt euch auch schon mal darauf ein, dass es da oben ziemlich kalt wird. Lass uns versuchen, die Festung von oben anzufliegen. Das klingt vielleicht komisch, aber wenn wir runterfallen, ich habe etwas gebaut, womit wir unseren Fall verlangsamen können und auch ein wenig lenken können. Dann müssten wir es trotzdem auf die Feste schaffen und wenn es gut geht, ohne zu zerschellen. Da bin ich mir sehr gespannt. Ich will auch wissen, ob die anderen Erzmagier in der Stadt sind, euch oder uns unterstützen. Denn wenn wir einfach nur, naja, ein Halbbanner Hexen, 25 Stück, hier in den Kampf führen, dann wird das ziemlich schnell sehr schlecht für uns sein. Ich will hoffen, dass die anderen helfen. Ich hoffe es auch, denn schließlich geht es um ganz Gareth und nicht nur um die edlen und eitlen Hexen. Sie irgendwas mit ihren Piken ausrichten können, wenn fliegende Wesen viele Meter über ihnen langstürzen. Na gut. Dann steigt man aus, während meine Schwestern die Beschwörung beginnen. Ja, und immer setzt sich auf den Zaun zusammen mit Rafim. Ja, Rafim nimmt dann einen anderen Zaun, beziehungsweise zwei andere Schwestern, und setzt dann einen Zaun neben dir, hinter dir, sodass ihr dann ja, alleine durch die Luft fliegt. Man nickt auf ihn zu. Wird schon gut gehen. Er Denk dran. brummelt nur irgendwas Unverständliches. Und dann geht die Reise los. Du erhebst dich in die Luft. Langsam. Ja, während du dann aufsteigst, kannst du wohl auch sehen, wie im Arena-Viertel der Ballon ebenso in die Luft steigt und dort Torwelsche Schlachtklänge erklingen. Ja, sie versuchen da wohl gerade auch irgendwas, irgendeine Hexe, die sie da wohl ja ebenso drum gebeten haben und eine große magische Kuppel, die sich jetzt auch um den Heißluftballon von Leonardo stülpt, der Gardianum. Während Yalan jetzt ziemlich genervt versucht in Richtung der Witwe Putz zu kommen, beziehungsweise dem Haus, kannst du auch vor dir sehen auf der großen Hauptstraße, wie eine große Reiterei dir entgegenprescht. In Richtung Süden. Auch du hast natürlich gesehen, wie ein schwarzer großer Schemen über dir im Süden lang geflogen ist und ein weiterer großer Schemen ja im Norden und da dann auch die ersten Praios-Heiligtümer zerstört hat. Aus dem Weg! Reiten sie an dir vorbei. Würfel mal eine Körperbeherrschungsprobe, sonst wirst du ja vielleicht sogar überritten. Ja, finden wir mal eine Körperbeherrschungsprobe. Das sieht allerdings gut Das aus. sieht sehr gut aus. Kannst du aus dem Weg springen, wie sie da an dir vor entlang preschen, unhöflich, aber wie das Ritter eben so tun. Nehmen sie da keine ja, wirkliche Sorge und Nöte dann für die Infanterie oder eben für den gemeinen Bürger. In der Dunkelheit erkennen sie sich natürlich nicht als einer ihresgleichen. Ja, und dann kannst du, während du ihn entlang blickst, kannst du noch erkennen, wie wohl ein weiteres Pony ihn folgt mit einem Torwalle drauf. Davon hat ihr Isarun zumindest erzählt, dass sie einen Torwaler mit Pony angeworben hat. Fluch, das ist damals. Ich blicke mich relativ verzweifelt um, aber da mein Pferd natürlich bei Prutzen steht, muss ich sie wohl ziehen lassen. Ja, der Torwaler reitet vorbei und dann kannst du auch Danos von Luring erkennen. Wolltest gerade in die Schwärze der Gasse einbiegen und dann wird er dich da wohl höchstwahrscheinlich erkennen.
Wenn du ja wieder zurück auf die Straße trittst, gibt er dem Pferd die Sporen. Die Zügel ziehen nach oben und das Pferd hält an. Die schwarze Lanze Finsterfang angelegt. Oh, Reifenmord. Oh, wo wollt ihr denn hin? Pferd holen. Pferd holen. Und Hexen halten ihren Teil der Abmachung nicht ein. Hexen halten ihren Teil. Ja, das solltet ihr wohl besser wissen, dass ihr euch Versprechen von Hexen einlasst. Ich habe gerade meine Reiterei in Richtung Süden geschickt. Wir wollen Rastastor aufhalten. Ich hoffe, ich komme noch pünktlich, bevor er da, nun ja, den Friedhof wieder erweckt und wir gegen noch mehr Untote ziehen. Ich habe eure beiden Magierkollegen gesehen. Die gehören noch zu euch, oder? Der Pfeil des Lichts und dieser andere Graumagier. Tun sie, wo sind sie? Noch an der alten Residenz, aber ich habe sie wohl in Richtung des anderen Perldrachen geschickt. Keine Ahnung, wo der gelandet ist, dafür hatte ich jetzt keine Augen, aber sie suchen zumindest ihn und wollen ihn aufhalten. Zumindest hoffentlich tut sie das. Gegen Rastastor werden... Das weiß ich doch nicht. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich um den anderen kümmern. Wem anders soll ich denn hier vertrauen? Gut. Werde ich mir ja zusehen, dass sie sich nicht... Verzeiht. Dass sie die Sache nicht alleine angehen. Wie gesagt, wo er gelandet ist, weiß ich nicht. Und ob sie sich da noch Verstärkungen an dazu holen, weiß ich auch nicht. Aber sie sollen sich, wie gesagt, darum kümmern. Ihnen vertraue ich. Freios mit euch. Und mit euch. Gebt Rastastor Saurus von mir. Ja, wieder prescht er den anderen Reitern hinterher, die schon hinterm Puninator verschwunden sind. Und da gerade, ziemlich unwirsch die Hexen auch auseinanderstoßen lassen. Ömer, du kannst noch sehen, wie du dich gerade erhoben hast, wie da ein paar Hexen auch umgeritten werden und auch die Beschwörungsruhen und Glyphen wieder vernichtet werden, wenn da die Reiter hindurchpreschen. Ich sprinte dann los in Richtung meines Pferdes. Ja. Immer hilft noch der eine oder andere Hexe auf und... Du bist schon in der Luft. Du kannst das noch sehen, wenn du auf dem Zaun nach hinten blickst und dann die enttäuschten und hasserfüllten Rufe der Hexen spürst, wie sie da die Ritter verfluchen. Mögen die Warzen am Arsche wachsen. Ja, du möchtest erstmal nur aufsteigen, ist das richtig? Genau, man möchte erstmal aufsteigen und sich dann sozusagen von der Schmiede aus sozusagen über die Feste rüber bewegen und von da aus dann sozusagen in den Abflug gehen nach unten, damit man jetzt, wenn man eben sozusagen abgefangen wird und sozusagen zum Absturz gebracht wird, man sozusagen auf die Feste fallen, schweben kann. Ja, auf welcher Höhe willst du dann gleich sein? Also möchtest du gleich über die Festung rüber schweben oder möchtest du in einer angenehmen Flughöhe von, ich sag mal, 20 Metern über den Häuserdächern noch bleiben oder wie? Oder gleich nach ganz oben? Also erstmal die Festung, die Landeposition der Festung, der Teil, worauf man landen würde, ist wie hoch? Ja, wie gesagt, hast du sowas wie einen inneren Kompass? Kannst du das abschätzen? Sonst eine Orientierungsprobe. Du fragst gerade nach Outtime-Höhen, also frage ich nach Outtime-Höhe der Festung. Denn genau, ich sehe, Orientierung. Okay, ja, dann sage ich dir einfach, ich möchte über die Festung rüber in der Höhe und dann über die Festung sozusagen seitlich schweben. Ja, gut. Ich habe keine Ahnung, wie viel das ist. Das ist auf jeden Fall, ich möchte ganz gerne ungefähr so 50, 60 Meter gefühlt sozusagen über der Festung sein in der Höhe. Okay, gut. Dann kannst du auf alle Fälle ganz gar nicht überblicken, wenn ihr dann langsam nach oben steigt, um euch herum, wie gesagt, viele, viele Dämonen, die jetzt gefährlich nah an euch heranfliegen. Du kannst dich dann selber steuern. Rafim wird wohl ähnliche Befehle geben. Du wirst ihn allerdings verlieren in der Schwärze der Nacht und kannst ihn dann nicht mehr genau bestimmen, wo Rafim ist. Du hoffst, dass er immer noch hinter dir ist, aber das wirst du nicht sehen. Gut. Abelmir, Iseron in Richtung Kaserne, ebenso wie Kiaras und auch Yardan. Das ist der Plan. Dann haben wir 4 Stück und wir gehen auf eine andere Karte. Background, Steuerung F, das ist Nummer 1, dann kommen die Objekte dazu. Visible to Players. Wir haben Daimoroch. Und wir haben Helden. Und zwar ist Kiaras da, Iseron ist da, Rafim ist nicht da, Ömer ist nicht da. Und so erreicht ihr nach und nach die Tore der Kaiser-Raul-Kaserne.
Die Tore sind geöffnet, gesplittert, nach außen gebrochen. Ihr könnt sehen, wie hier die Kaserne ist eigentlich verlassen, denn die Rumpfmannschaft, die noch zurückgelassen worden ist, ist wohl geflohen, tot. Ihr wisst es nicht, ihr seht niemanden. Die Gebäude brennen, sie sind noch nicht komplett zerstört, aber auf alle Fälle hat der erste große Flammenstreif von Dalmoroch hat zumindest damit angefangen, jetzt nach und nach Kasernengebäude zu vernichten. Und ja, so erreicht ihr jetzt, wie gesagt, die zerstörten, zerbrochenen Tore, eine nach dem anderen, könnt dann eure Pferde dann hier festmachen und betrachtet jetzt das Innere. Ja, dann erkennt ihr, wie gesagt, dass die anderen ebenso am Tor erscheinen. Wie geht's weiter? Dann seid ihr ja. Keras, gut euch zu sehen. Ah, meine Freunde. So geht's also los. Kommt, holen wir uns ein Schuppenvieh. Wir sind unglaublich gut gelaunt. Ha, das Warten ist vorbei. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Es kann nur ein Ergebnis dabei geben. Nun, wie gehen wir die Sache an? Was schon vorher gut geklappt hatte, wir sollten uns auf jeden Fall mit einem Guardianum schützen. Da kann ich aushelfen. Dann tun wir dies. Haben eure Waffen alle die Woran-Weihe empfangen? Ja. Ich blicke nochmal rein. Kann man da drin reiten? Also die Metermaße, ich muss gerade mal gucken, ob das 1 zu 1 ist oder 1 zu 10. Warte mal. Nehmen wir gerade mal Lisa Run. Das ist 1 zu 1. Also die Festung, die Kaserne müsste 300 Meter lang sein. Kann das sein? Ja. Klingt richtig. Dementsprechend musst du gerade mal schauen, wie breit das Tor ist. 10 Meter, da kann man auf alle Fälle reinreiten. Das Tor ist, wie gesagt, zerborsten, zerstört. Wenn Ömer sich entschließen sollte, mit seinen Hexenbesen dann hier in den Kampf eingreifen zu wollen, kann er das natürlich tun. Als in der Luft ist man natürlich immer ein bisschen schneller. Müsste man natürlich irgendwie dazukommen. Du kannst es natürlich sehen, dass die Kaserne brennt. Das schaffen die schon. Ich habe meinen eigenen Plan. Gut. Also, wir sollten so nah wie möglich an dieses Vieh heran, damit es keine großen, ausbreitenden Angriffe machen kann. Ich würde auch denken, jeder von uns nimmt sich einen Magier, wir schwingen uns auf ein Pferd und gehen ihn mit der Lanze an und dann mal sehen. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal ran. Ich fürchte, Kiaraf hat keine Lanze dabei, oder? Und dann muss er sich wohl auf das Schwert verlassen. Ich versuche dasselbe wie bei der Seeschlange. Das war? Draufklettern. Ihr wollt auf einen Drachen klettern? Ich etwa nicht. Ich ziehe es vor, möglichst außerhalb der... Magister, es reicht. Keine Zeit zu diskutieren. Aber wir brauchen euch hier. Und jetzt ist auch nicht mehr mit im Hintergrund stehen und irgendwie mal ein Flammenlänzchen oder so. Ihr geht mit nach vorne. Na gut. Ich halte es zwar für keine besonders intelligente Idee, auf einem Rücken eines Drachen zu klettern, aber so sei es. Kiaras, ich werde euch begleiten. Isarun, dir ein Pferd. Gut, dann wollen wir erstmal zaubern. Ich werde auch ein Guardianum wirken. Mit verlängerter Zauberdauer. Guardianum Zauberschild. Macht die Zauberei gar mild. Gut, dann habt ihr euch vorbereitet. Wir haben einen Guardianum auf Abelmir. Genau, ich mache dann das Gleiche. Noch haben wir ja die Zeit, deswegen lasse ich mir auch ein bisschen Zeit beim Sprechen. Genau, noch sind wir nicht in Kampfrunden, aber ihr könnt vor euch natürlich auch sowas wie Schreie hören und weitere Menschen, die da wohl zum Angriff gehen. Und dann jämmerlich sterben. Ich möchte einen Haunisegen auf uns alle wirken. Gut, dann habt ihr zwei Pferde. Abelmir und Jalan und Kiaras. Nein, ich nehme natürlich Isarun mit. Na gut.
Ich würde ja bei Kieran mitreiten, aber geht nicht. Dann nehme ich lieber den Weißmagier. Okay. Ja, wie wollt ihr einreiten? Ich reite voran. Aber nur direkt hinterher. Hm. Ach verdammt, ich habe vergessen dazu zu sagen, es gegen Dämonen ist, aber na gut. Ist jetzt auch egal. Wir reiten ein, dann in der Mitte durch. Ich nehme an, er wird auf dem Platz sitzen. Hoffen wir es mal. Ihr habt jetzt alle einen Harmoniesegen mit einer Wirkung von 17. Ich habe ihn doppelt aufgewertet. Und er hält 12 Stunden. Wieso eine minus 8? Handeln göttlichen Auftrag, Harmonie gegen das Harmonie mit dem Weltgeschehen und. Ah ne, doch noch minus 7. Also nur plus 16. Was macht er noch gleich fürs nochmal aus für uns? Der Harmoniesegen senkt alle eure Nachteile, also schlechten Eigenschaften, um 17. Und gebt euch eine Probenerleichterung auf Mut, Charisma und Intuition von 17. Gut, Daimoroch hat eine Initiative von 13 plus 1 W6. Dann bin ich bei der 18. Dann bestimmen wir wohl auch mal Initiative. Hm? Wäre zumindest sehr sinnvoll an diesem Punkt. So, du willst deine Reiten-Initiative haben. Da bin ich dann bei Lockerflocking, was ist die Hälfte von 15? 7, 8, 24. Gar nicht mal so viel. Gut. Inwiefern wirkt die Harmonieprobe auf Mutproben? Letztes Mal haben wir festgelegt, dass es als Erleichterung gilt. Aber nicht die vollen 17 Punkte. Da musst du ihn wissen. Ihn fragen. Dann machen wir. Der Gesegnete wird von Freude, Zuversicht, blablabla erfüllt. Alle Proben auf Mut, Charisma und Intuition sind um LKP-Stern halb erleichtert. Ich habe es zweimal aufgewertet, also LKP-Stern plus 5. Oh, ja, gut. Dann muss ich die Mutprobe von der Schreckgestalt, kann ich einfach weglassen. Ja, ich möchte jetzt bitte einen Einreitewinkel von euch haben. Wir reiten an und dann links. Also scharfe Biegung. Ja, dann zieh dich doch bitte. Euch. Achso, ich kann das ja alle ziehen. So, warten wir hier rum. Und dann kommen wir von hier oben auf den Platz. Gut. Ja, dann könnt ihr vor euch den riesigen Daimoroch erblicken. Eine widerliche Gestalt, ebenso untot wie sein Bruder Phoboroch, der euch ja schon in den Bergen gequält hat und euch das Leben schwer gemacht hat. Ihr kämpft und ringt diese Schreckgestalt nieder. Ihr habt noch ein kurzes Gefühl an Torgosch, der unter dem Biss von Phoboroch jämmerlich krepiert ist und schluckt den Ekel runter. Ihr schmeckt es immer noch, ihr könnt es riechen. Das Gras unter euch ist klebrig, ölig, schwarz und ungesund. Es stinkt nach organischem Zerfall. Die ganze Stadt wird durchdrungen und Schwärme von Schmeißfliegen umkreisen und umringen ihn. Daimoroch, der Kampf beginnt. Ihr seid in meinen, in meinen Fokus geraten. Dementsprechend möchte ich ganz gerne den Kampf eröffnen mit einem Flammenstrahl, den ich dann ablasse. Beziehungsweise es ist kein Flammenstrahl, ich werde ihn wieder als Eisstrahl klassifizieren, weil wir mit einem untoten, verfaulenden Leib unterwegs sind und kein normaler Drache. Ein Eisstrahl. Lass mich kurz gucken. Der ist hier nämlich auch drin. Alle drei Kampfrunden kann ich eine Aktion aufgeben, um einen gezielten schmalen Eisstrahl auf 21 Schritt entferntes Ziel zu speien. Die Wirkung entspricht am Zorn der Elemente mit 2W6 plus 12 TP. 2W6 plus 12, dann könnt ihr euch bitte mal auf 21 Schritt heranziehen. Und ihr bekommt nur 15 TP. Ein Guardianum gegen Magie hilft natürlich. Warte. Vorbruch mal als Token versehen. 21 Schritt sind hier. Wenn Johnny möchte, kann er natürlich auch
den Kampf so ein bisschen versuchen mit zu managen, zu dirigieren, aufzupassen. Wenn du willst, kann ich dir auch noch einen einfachen Soldaten mitgeben, eine Stadtmiliz, wenn du mitkämpfen möchtest. Ich mache den Kampfrundenzähler oder sowas. Okay. Gut, dann seid ihr auf 21 Schritt heran. Ich habe mit einer Eislanze angefangen. Auf der 18. Ja, damit habe ich eine Aktion aufgegeben. Die anderen beiden spare ich mir für Paraden. Dann mache ich wohl mal mit einer profanen Lanze weiter. Mhm. Zwar ist das ein Angriff erschwert um 0, weil wir ein sehr großes Ziel, in Klammern Drache, haben. Mhm. Ich bekomme 5 Punkte Erleichterung, weil ich Turnierreiter bin. Entsprechend hätte ich gerne eine 3 auf Hinter und eine 3 Wuchtansage. Insgesamt eine 6er Ansage. Komm, mach mal eine 4er Vierer raus. Von nix kommt nix. Und dann reite ich mit der Lanze an. Ja, wie viel kann dein Pferd laufen, sprinten? Geschwindigkeit dürfte 12 sein. Sprich, das Dreifache davon, 36 Schritt. Gut, also du schaffst es in dieser Runde. Ich nehme so, einen Abeltraler oder so ähnlich. Wir fehlen noch einen Abelmetropen, ne? Genau. Ich bin auf 15. Dann kannst du dich da mal hinziehen. Hier wieder löschen. Für meinen Angriff. Bitte. Das ist der bestätigte Crit. Und ja, wir reiten an. Ich versuche das, wie gesagt, ich habe 2 Paraden. Ich kann das ja versuchen zu parieren, beziehungsweise er wird... Das Ausweichen gegen einen Lanzenangriff ist allerdings erschwert. Genau, er wird ausweichen. Um 8 Punkte. Es ist normal nach Distanzklasse erschwert. Sorry, also 4 Punkte. Ja, dann wird er das mit einer 4 gewürfelt, wird er das schaffen. Erschwert um 4, dann nochmal um 4 und dann halbiert. Wir halbieren... Na Moment, wie ist jetzt die Reihenfolge? Erst Modifikatoren anwenden, dann halbieren. Nein. Bei dem Pferd schon. Deswegen frage ich. Der Quark andersrum, sorry. Genau, deswegen, ja, deswegen frage ich. Ja, nein, Johnny hat recht. Erst so halbieren, dann 8 abziehen. Die Parade ist als 13 angegeben. 13 halbe sind... 14 sind 7. Und dann ziehen wir ab, ne? Mhm. Kommen wir bei 0. Seine Distanzklasse ist aber auch mit S angegeben, also das ist nicht das Problem. Die Erschwernis für S ist trotzdem 2 beim Ausweichen, beim Gezielten entsprechend also 4. Beim Ungezielten ist sie 1. Ist nur 1? Okay, dann, dann ziehen wir nur 6 ab. Also trotzdem. Ja, 7 weniger 6, trotzdem 1. Alles klar. Das wollte ich wissen, dann kannst du den Schaden machen. Mhm. Das sind auf diese Anreitdistanz über 15 Schritt 3W6 plus 10 plus die 4er Ansage. Und das sind dann lockerflockige 50. Denkt man, dass normalerweise nur der Standardschaden von Waffen ohne Ansagen, ohne alles, was das so Anreiten ja sozusagen darstellt, verdoppelt wird? Das vergesse ich gerne. Nein, hat der 21 verdoppelt, sind 42 plus 4, 46. 46. Seine Konstitution ist 25. Ja, das ist auf alle Fälle mehr als 2 Wunden. Das müssten sogar mehr als 3 sein. Sehe ich jetzt so noch nicht. Anderthalbfache Konsti ist überschritten, also anderthalbfache Wundschwelle. Also er hat eine K.O. von 25. Das heißt, seine Wundschwelle ist 12,5. Ah, also klar, vergiss du, Wundschwelle ist immun, genau. Danke für das Gespräch, er ist untot. Yes. schön, dass wir untoten Drachen haben, das würde jetzt sonst knifflig sein. Gut, dann ist Jalan mit der 24 fertig, Kias. Ja, ich möchte gerne um das Vieh herum reiten. Ja, dann beweg dich bitte Pferdegeschwindigkeit mal 3. 13 mal 3. 39. Genau. Gut, dann ist Kiaras fertig und wir machen weiter mit der nächsten Kampfrunde. Abelmir 15. Ich will meinen Flammenschwert aktivieren. Ich habe was vergessen. Was? Aus der ersten Kampfrunde. Und zwar regeneriere ich 5 Lebenspunkte. Gut, ja, du machst dein Flammenschwert an. Das ist eine Ritualkenntnis. Genau. Ein brennender Schwert. Erste Aktion. Gibt's denn ja eine erste Runde? Ja, also du kannst natürlich auch schon deine zweite machen, wenn du möchtest, oder hast du das nicht vor? Ich sitze aber hinten bei Kiaras auf dem Pferd drauf. Gut, dann will der nicht vorziehen, dann müsste deine Aktion verfallen. Genau. Gut, dann möchte ich gerne vorziehen. Ja.
weil ich meine Lanze fallen lassen musste, wende ich jetzt eine Aktion auf und ziehe meinen Schwertkolben. Ja, eine ganze Aktion. Die Lanze steckt mit dem Crit höchstwahrscheinlich noch tief in dem verfaulenden, verwesenden Leib. Natürlich vielleicht auch sowas wie gebrochen, aber er steckt auf alle Fälle tief in ihm drin und du ziehst deinen Streitkolben. Erste Aktion vorgezogen. Willst du noch was machen? Was und mit der zweiten Aktion werde ich... Ich kann mit dem Pferd nicht ausweichen, oder? Also nicht aktiv. Wenn er mich mit einer Reitenprobe, ja, würde ich dir gestatten, mit einer Reitenprobe, dass du auch ausweichen kannst, aber... Okay, dann werde ich schon mal vorsorglich... Schon also ich hebe mir die Aktion im Grunde auf zum Dingsen und werde vorsorglich so manövrieren, dass es schwieriger hat, uns zu beißen. Er ist jetzt auf dich fokussiert, weil du ihn angegriffen hast, dann wird er jetzt auch direkt nach unten zubeißen. Da kannst du von ausgehen. Ja, deswegen behalte ich mir diese, sagen wir mal, Ausweichen-Option vor. Gut, alles klar. Dein Rohr ist dran. Ich habe wieder drei neue Aktionen. Ich kann nicht Flammen strahlen, aber was kann ich denn sonst machen? Ich beiße einmal und ich möchte zweimal Klauen benutzen. Ich werde einmal Klauen mit dieser Klaue, greife ich mal Kiaras an. Mit dieser Klaue greife ich Jalan an und mit dem Biss greife ich Isarun. Mit dem Biss mache ich Isarun kaputt. So, das sind zwei. Das ist ein Biss und das ist einmal Klaue, zweimal Klaue. So, der Biss ist nicht gelungen. Und die 11 und die 7 ist beides gelungen. Da dürft ihr ausweichen. Das ist ein großer Gegner, ihr dürft nicht parieren. Sag mir dann mal eine Erschwernis für die Ratenprobe an. Ja, genau, jetzt kommt's. Ich würde ihn auf Ausweichen würfeln lassen und Reiten als Hilfstalent zu benutzen. Ja, würfel mal eine Ausweichenprobe. Ja, okay. Ja, und nice. Dann müssen wir auch keine Reitenprobe versuchen. Aber Paradepatz haben wir so würfeln, ne? Parade, mhm. Parade, genau. Das ist diese Taste hier, oder? Ja. Nee, doch, stolpern. Dann verlierst du Initiative, ne? 4 oder 1 WC? Ich glaube, das ist fix, ne? 4. So, und Kiaras hat es auch nicht geschafft. Hallo, Risa, wie geht's da hinten? Das waren nur die Klauen. 1, 2. Dann bin ich nett und gebe Kiaras die 11 und Jalan die 13. Und noch Zone? Können die beiden selber machen? Ich habe auf dem NPC-Bogen keinen. Ach ja. 3, das ist das linke Bein. Mhm. Autsch, da kommen 5 durch. Und bei Kiaras? Aufs rechte Bein. Gut, dann ja, könnt ihr sehen, wie ihr gerade angeritten seid. Die Lanze steckt gerade tief im Wesen von Daimoroch. Ihr könnt auch erkennen, wie eine unglaubliche Kälte von euch Besitz ergreift und er pulsiert. Er pulsiert mit einer Kälte, mit einer niederirdischen, chaotischen Kälte, die jetzt eure Herzen anfällt. Kiaras wird davon tatsächlich dann auch gegriffen und vom Pferd geschleudert. Kannst du sitzen bleiben? Machen wir eine Reitenprobe. Linkes, rechtes Bein. Schwert um erlittenen Schaden halbiert. Und wenn du Jalan wird ebenso vom Pferd fallen. Würfel mal bitte deine richtige Initiative aus und nicht mehr deine Pferde-Ini. Warum falle ich vom Pferd? Weil du einen Nahkampfpatzer hattest. Also du liegst nicht am Boden, aber du bist vom Pferd runter. Ist ein Grund, dann lass mich kurz meine Ini würfeln. Genau, dann nimmst du deine normale Jalan-Ini, minus 4 durch das Stolpern. Und Isarun sitzt alleine auf dem Pferd und kann da eben dann auch dem Biss unterweg tauchen. Dann ist Daimoroch durch mit seinen drei Aktionen. Isarun. Ich mache in meiner ersten Aktion einen Armatrutz. Ich verkürze ihn um 2 Aktionen, sodass ich ihn in einer Aktion sprechen kann. Und dann habe ich noch einen 5er-Modifikator.